Und wir treten ein in die erste Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 3. Bezahlbare Miete statt fetter Profite, Mietpreisbremse für Dresden in Kraft setzen. Einreicher ist hier die Fraktion Die Linke. Wir haben ein abgetretenes Rederecht, das wir in der Fraktionsrunde behandeln. Bei der AfD-Fraktion wird Herr Dr. Reinhard Günzel sprechen, aber zunächst hat Herr Schollbach als Einreicher das Wort. Bitte sehr. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, am vergangenen Wochenende haben Zehntausende Mieterinnen und Mieter in Deutschland gegen explodierende Mieten demonstriert. Viele Menschen sind in großer Sorge, ob sie sich in Zukunft ihre Wohnung noch werden leisten können. Sie leiden darunter, dass mit ihren Wohnungen Monopoly gespielt wird, weil internationale Finanzspekulanten den Wohnungsmarkt als Spielcasino für sich entdeckt haben. Durch die Mietentwicklung wurde und wird die soziale Ungleichheit verschärft und die soziale Spaltung in unserem Land vertieft. Inzwischen macht die Miete über 1 Million Haushalte in den Großstädten so arm, dass sie sogar weniger Geld zur Verfügung haben als jene Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind. Seitdem Deutschland von der Großen Koalition regiert wird, sind die Mieten in 79 von 80 Großstädten gestiegen, in vielen drastisch. Und ich finde, da ist es kein Wunder, dass die Wählerinnen und Wähler der CDU in Scharen davonlaufen. Nach den amtlichen Zahlen der Stadtverwaltung leben in Dresden über 68.000 Menschen in Armut oder sind armutsgefährdet. Aber nicht nur diesen Menschen treibt die Frage des bezahlbaren Wohnens die Sorgenfalten auf die Stirn, sondern auch jenen Mieterinnen und Mietern mit einem ganz normalen Durchschnittseinkommen. Denn in den letzten Jahren kennt die Mietentwicklung nur eine Richtung, nämlich straff nach oben. Und wir kennen es doch alle, vor allem bei den neuen Mietverträgen wird kräftig zugelangt, da zieht einer aus einer Wohnung aus, es wird nichts dran gemacht, nichts verbessert sich, der nächste zieht ein und schon ist die Wohnung deutlich teurer. Und angesichts dieser Situation ist es nach Auffassung der Fraktion Die Linke geboten, eine Mietpreisbremse für Dresden in Kraft zu setzen. Das ist nach § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches ohne weiteres zulässig. Die Voraussetzungen dafür liegen vor. Der Wohnungsmarkt ist angespannt und bei kontinuierlich zunehmenden Haushaltszahlen und steigenden Mieten wächst der Bedarf für bezahlbaren Wohnraum kontinuierlich an. Der strukturelle Leerstand ist von 9,6% im Jahr 2005 auf 4,4% im Jahr 2010 und schließlich auf 1,7% im Jahr 2017 deutlich gesunken. Innerhalb des Zeitraums von 2002 bis 2018 stiegen die Mieten in Dresden um über 35%. Für Wohnungsneubauten stiegen die Angebotsmieten laut Empirica Preisdatenbank von 6,62 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2012 um 28,4% auf 8,50 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2018. Im Neubau errichtete Wohnungen werden inzwischen im Mittel zu Mieten von über 10 Euro pro Quadratmeter angeboten, was sich über den Mietspiegel auch auf bestehende Mietverträge auswirkt. Und meine Damen und Herren, die Mietpreisbremse gibt es deutschlandweit in vielen, vielen Städten. Ich nenne beispielhaft Jena, Erfurt, Potsdam, Stuttgart, Karlsruhe, Wiesbaden, Münster, Bremen, Hannover, Kiel
und vielen, vielen anderen Städten mehr gibt es die Mietpreisbremse. Und wir von der Linken wollen sie auch für Dresden. Meine Damen und Herren, die Entwicklung des Wohnungsmarktes ist geeignet, den sozialen Frieden in unserem Land zu gefährden. Und wir sagen deutlich, bevor es so weit kommt, muss auch über das Mittel der Enteignung nachgedacht werden, so wie man es bei Kohlebergbauen macht und so wie man es auch für Autobahnen gemacht hat. Das, was dort gegangen ist, muss zur Sicherung der Bezahlbarkeit der Mieten recht und billig sein. Das bezahlbare Wohnen ist eine der wesentlichen sozialen Fragen unserer Zeit. Und deshalb muss der Staat seiner sozialen Verantwortung nachkommen und gewährleisten, dass die Mietpreise gebremst werden und für alle Menschen bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen. Und deshalb haben wir beantragt, mit dem heutigen Antrag die Mietpreisbremse für Dresden einzuführen. Das ist ein erster wichtiger Schritt, um bezahlbares Wohnen zu gewährleisten. Und ich bitte Sie herzlich um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir treten in die Fraktionsrunde ein. Bündnis 90 Grüne, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist eine echte Aktuelle Stunde. Kein Thema hat in den letzten Wochen die innenpolitische Debatte dieses Landes mehr geprägt als das Thema Mietpreiswahnsinn. Aber, so schätze ich dann auch einige Dinge ein, die gerade von Kollegen Schäuber gesagt wurden, große Probleme, kleine Lösungen. Normalerweise würde ich erwarten, dass angesichts der drastischen Entwicklung in den Großstädten endlich die Stadtratsfraktionen auch dieses Hauses rangehen und ernsthaft dieses Thema erörtern. Wenn man über den Werkzeugkasten, mit dem man Mietpreise drosseln kann, Wohnungen errichten kann, spricht, dann muss man alle auf den Tisch legen. Da muss man darüber sprechen, nicht nur über die Mietpreisbremse, die im Übrigen gesetzlich im nächsten Jahr ausläuft. Da muss man darüber reden, wie man Mieten deckeln kann. Da muss man darüber reden, dass der Mietspiegel, so wie er jetzt ist, weil er eben die Bestandsmieten zu wenig berücksichtigt, ungeeignet ist. Da muss man darüber reden, dass Menschen nicht aus den Wohnungen getrieben werden, weil teure Modernisierungen vorgelegt werden. Da muss über die Spekulation von Bauland gesprochen werden. Da muss auch über das kooperative Baulandmodell gesprochen werden, über sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt. Und da weise ich auch mal darauf hin, dass das wichtigste Projekt, Wohnungsbauprojekt der WED mit der Mehrheit, übrigens auch mit den Stimmen der Linken, hier gescheitert ist, nämlich das Hochhaus in der Johannstadt. Ich sage also, große Worte helfen nicht weiter. Wir müssen endlich dazu übergehen, ernsthaft darüber zu sprechen, dass das Grundrecht auf Wohnen auch in den Städten gewährleistet wird. Dieses Grundrecht wird in der Tat gegenwärtig enteignet. Das Grundrecht wird enteignet. Und statt über diese großen Probleme zu reden, führt man eine Popanzdebatte, eine Scheindebatte über den Grundsatz von Enteignungen. Es wird derjenige verteufelt, der das Grundgesetz zitiert. Das hat die CDU ja gerade wunderbar praktiziert im Zusammenhang mit den Aussagen von Herrn Habeck. Aber Enteignung nach Artikel 14 oder auch Vergesellschaftung nach Artikel 15 ist kein Instrument aus der sozialistischen Mottenkiste, es ist Teil unserer Rechtsordnung. Ich weise mal darauf hin, dass 2017, und da kann man sich ja mal die Frage stellen, wer da regiert hat, zum Beispiel das Baugesetzbuch § 85, in dem die Enteignungen geregelt sind, gerade novelliert wurde. Und es ist ja nicht nur der Bund so. Auch in Sachsen, nämlich § 43, Sächsisches Straßengesetz, ist geregelt, wie enteignet werden kann. Es kann also nicht sein, dass über Enteignung nur immer dann gesprochen werden darf, wenn es um Braunkohle geht und wenn es um Straßen geht.
Das Menschenrecht auf Wohnen ist mit Sicherheit genauso wichtig und aus unserer Sicht wichtiger. Das heißt aber im Übrigen nicht, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich Enteignung, so wie sie in Berlin diskutiert wird, für ein geeignetes Instrument der Wohnungspolitik halte. Es ist das teuerste. Für Berlin kann man es erst gerne mal durchrechnen. Es würde den Steuerzahler nach einer Enteignung der dortigen Wohnungsbaugesellschaften jährlich 200 Millionen Euro kosten, um das Mietniveau von jetzt zu halten, also etwa 1.000 Euro pro Wohnung. Also, wer meint, dass man mit diesem Instrument sichere Mieten schaffen kann, der macht den Menschen auch etwas Falsches vor. Allerdings, und darüber können wir dann auch hier in Dresden sprechen, es geht nicht darum, Wohnraum zu enteignen, aber wir müssen darüber reden, ob nicht spekulationsbedingtes Entziehen von Grundstücken, dem Wohnungsmarkt, nicht, wenn Menschen also darauf spekulieren, dass ihr Grund und Boden, der bebaubar ist, dass dieser Grund und Boden nicht veräußert wird und darauf gewartet wird, dass die Preise weiter steigen. Ob hier nicht auch das Thema der Sozialverträglichkeit des Eigentums auf dem Prüfstand steht und wir darüber nachdenken müssen, hier geeignet dagegen vorzugehen. Abschließend. Leider ist es so, dass in der Frage Recht auf Stadt, Recht auf Wohnung es in der Tat unterschiedliche Auffassungen gibt. Die AfD, wir werden es ja noch hören, hat in ihrem Wahlprogramm reingeschrieben, Verkauf der WID. Wenn ich heute lese, dass der Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer erklärt, solange es in Großenhain, da wohnt er nämlich, leerstehende Wohnungen gibt, werde ich sozialen Wohnungsbau in den Städten blockieren. Und Lars Rover erklärt auch ebenfalls heute über die sozialen Medien, es gibt kein Grundrecht auf billige Mieten mitten in einer Großstadt. Ja, wenn man zu dieser Einschätzung kommt, dann legt man die Hände in den Schoß. Die CDU hat es die ganze Zeit getan, aber abends und nachts werden ja die Faulen fleißig, deshalb haben wir eine Tischvorlage heute bekommen, die noch nicht beraten wurde zu dem Thema. Auch das ist ein Armutszeugnis. Lassen Sie uns endlich ernsthaft dieses Thema diskutieren und nicht nur Luftblasen produzieren. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Herr Drees. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wenn sich die Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Wohnungsmarkt befassen, dann haben sie doch eigentlich immer wieder genau zwei Probleme. Zum einen, sie finden, wenn sie umziehen wollen oder umziehen müssen, keine geeignete, bezahlbare Wohnung. Zumindest gilt das mal für die Menschen, die im Durchschnitt verdienen oder vielleicht sogar darunter. Und sie haben das Problem, dass jedes Jahr bei ganz vielen Vermieterinnen, durch ganz viele Vermieterinnen und Vermieter ein Brief verschickt wird, dass die Mieten angepasst werden oder dass, wenn sie doch eine neue Wohnung gefunden haben, sie deutlich mehr Geld bezahlen als die Vormieterinnen oder Vormieter, ohne dass in dieser Wohnung gegebenenfalls wirklich was gemacht wurde. Ich glaube, die Mietpreisbremse ist nicht das Allheilmittel für den Dresdner Wohnungsmarkt. Die Mietpreisbremse ist aber ein wichtiger Bestandteil eines ganzen Bündels an Maßnahmen, mit dem wir auf die Entwicklung hier auf unserem Wohnungsmarkt reagieren müssen. Zahlen wie eine strukturelle Leerstandsquote von 1,7% und ein Anstieg in den Angebotsmieten von über 25% in den letzten 10 Jahren müssen uns doch dazu veranlassen, hier tatsächlich tätig zu werden. Und natürlich stimmt rein faktisch die Aussage, eine Mietpreisbremse baut keine Wohnung. Aber deswegen gehört es ja eben genauso zu einer verantwortlichen Wohnungspolitik dazu, dass wir in dieser Stadt dafür sorgen, dass Wohnungen gebaut werden, und zwar vor allen Dingen die, die gebraucht werden, nämlich bezahlbare Wohnungen, Wohnungen für Singles, also kleine Wohnungen, und Wohnungen für Familien, vor allen Dingen Familien mit mehreren Kindern, vor allen Dingen große Wohnungen, 4 Zimmer, 5 Zimmer und darüber hinaus. Deswegen versuchen wir das mit der Wohnen in Dresden zu gewährleisten, in den nächsten Jahren tausende neue Wohnungen zu bauen. Deswegen versuchen wir, die Privatwirtschaft in die Pflicht zu nehmen und mit dem kooperativen Baulandmodell dafür zu sorgen, dass 30% der zukünftig errichteten Wohnungen in B-Plan-Gebieten bezahlbar sein werden. So kann man tatsächlich Wohnraum schaffen, den wir auf unserem Dresdner Wohnungsmarkt auch brauchen. Aber um das zweite Problem zu bekämpfen, nämlich den Anstieg in den Angebots- und Bestandsmieten in dieser Stadt, da ist die Mietpreisbremse durchaus ein sinnvolles Mittel. Genauso ein sinnvolles Mittel wäre tatsächlich auch mal über Milieuschutzsatzungen für Dresden, für einzelne Stadtteile nachzudenken.
weil die tatsächlich dafür geeignet sind, dass die Stadt neue Handlungsinstrumente bekommt, dass nämlich teure Modernisierungen erst genehmigt werden müssen, bevor sie auf die Miete umgeschlagen werden können, dass ein Verbot besteht, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln in diesen betroffenen Stadtgebieten und dass die Stadt in die Lage gerät, Vorkaufsrechte wahrzunehmen, wenn Wohnungsgrundstücke verkauft werden. Das wäre auch ein zweites sinnvolles Instrument, um Mietpreissteigerungen in dieser Stadt zu begrenzen. Ich persönlich teile die These, dass wir eigentlich sogar noch radikalere Lösungen bräuchten. Allerdings ist aus meiner Sicht die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen allerhöchstens die Ultima Ratio und vor allen Dingen keine Lösung, die uns kurz- oder mittelfristig in unserer Stadt weiterhelfen wird. Ich glaube, ein Blick nach Berlin, wo gerade eben ein Mietpreisdeckel diskutiert wird, wo darüber diskutiert wird, in den nächsten 5 Jahren einfach mal alle Bestandsmieten auf dem Niveau einzufrieren, auf dem sie sind, und nicht mehr zu steigern für 5 Jahre, ist da ein deutlich sinnvolleres Konzept. Ich bin sehr gespannt, was die Debatte in Berlin bringt, was die Abstimmung dort im Abgeordnetenhaus bringt. Auch der Freistaat Sachsen hat die Kompetenz, ein solches Gesetz zu erlassen und damit den großen Städten Dresden und Leipzig, in denen die Mietpreisentwicklung so dramatisch ist, wie sie in den letzten 10 Jahren ist, diese Möglichkeit zu geben, tatsächlich Mietpreise für eine gewisse Zeit einzufrieren. Ich denke, das ist eine Lösung, über die wir auch nachdenken sollten. Ich denke, wir werden es dann gleich noch hören. Die CDU ist ziemlich ideenlos, was die Dresdner Wohnungspolitik angeht. Sie weiß ziemlich genau, was sie nicht will. Sie ist gegen die BID als kommunales Wohnungsunternehmen. Sie ist gegen die 30-prozentige Quote aus der kooperativen Baulandentwicklung. Sie ist gegen eine Mietpreisbremse. Aber das, was sie wollen, verraten Sie uns nicht und vor allen Dingen verraten Sie auch den Dresdnerinnen und Dresdnern nicht, was Sie tatsächlich gegen diese Mietpreissteigerungen machen wollen. Da heißt es dann immer, das regelt schon der Markt, so wie wir es in den letzten 10 Jahren gehört haben. Und wenn dann die Argumente ausgehen, so konnten wir es ja auch jetzt gestern und vorgestern in der Zeitung lesen, dann wird auf einmal davon schwadroniert, dass der Sozialismus ausbricht, dass wir wieder in die DDR-Zeiten zurückgleiten. Wenn Ihnen nichts Besseres zu diesem Thema einfällt, dann brauchen Sie tatsächlich in der wohnungspolitischen Diskussion auch nicht mehr mitzureden. Vielen Dank. Oh, das ist eine Frechheit. Nächstes die FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Herr Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, na ja, das ist ja jetzt wieder das übliche Wahlkampfgetöse, wie wir es von der linken Seite hören. Das ist die übliche Angstmacherei. Das Thema Wohnung hoffen Sie ja sehr stark, dass das Sie noch rettet. Ich befürchte, dass das in Dresden nicht so funktioniert wie an anderen Stellen, weil Sie auch ganz viele Mitbewerber haben. Ich bin mir gar nicht im Moment so sicher, wer da wen eigentlich überbietet. Sie stehen ja alle einzeln auf dem Wahlzettel. Der Wähler hat es schon ganz schön schwer, welchen Enteigner oder Verstaatlicher er nun wählen soll. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass Sie dieses Angebot haben. Bezahlbare Miete statt fetter Profite. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in Dresden zu neuen Wohnungen kommen, wenn wir die wir so dringend brauchen, nämlich Investoren, Leute, die bereit sind, in Wohnungsbau zu investieren. Und selbst wenn Sie eine WID gegründet haben, die Zahlen sind ja ernüchternd. Sie werden das Wohnungsproblem niemals lösen, nur mit der WID, sondern nur dann, wenn sehr viele andere in dieser Stadt bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und mitzumachen. Ich befürchte mal, dass Sie mit Ihren Beleidigungen und Beschimpfungen eher aus der Stadt jagen, anstatt dazu zu animieren, hier Ihr Geld zu investieren und Wohnungen zu schaffen. Und dass eine Mietpreisbremse keine Wohnung baut, wurde hier schon gesagt. Wenn Sie die Mieten bremsen wollen, dann müssen Sie beim Neubau Gas geben, meine Damen und Herren. Das ist die einzige Lösung. Neue Wohnungen, Neubau, nur das wird uns weiterhelfen. Was ich dabei noch nie verstehe, ist, also bei den Linken verstehe ich es, bei Herrn Drews verstehe ich es nie, weil der dann vielleicht ist noch zu jung. Bei Herrn Schmelich kennt es vielleicht nicht, aber Ihre Augen glänzen immer so gemeinsam, wenn Sie das Wort Enteignung im Munde führen. Also wenn ich mir irgendwas aus der DDR, es war ja nie alles schlecht, ne, irgendwas raussuchen müsste, es wäre bestimmt nie der DDR-Wohnungsbau, meine Damen und Herren. Wenn es einen Bereich gibt, wo die DDR komplett versagt hat, dann war es genau der Bereich Wohnungsbau, meine Damen und Herren. Dass Sie immer genau das als Beispiel nehmen, finde ich völlig frappierend.
Auch Enteignung schaffen keinen neuen Wohnungsraum. Ganz im Gegenteil, wir werden damit noch viel mehr Unsicherheit in den Wohnungsmarkt bringen. Das wird den Wohnungsbau, den Wohnungsneubau, übrigens auch alle Sanierung. Wir haben auch noch Leerstand in dieser Stadt, um dem wir uns widmen können. Auch da lässt sich noch viel Wohnraum akquirieren, wird es bremsen. Also wie man auf so einen Unsinn kommen kann, so ein Gaga hier erzählen kann, ist mir völlig schleierhaft. Hätte mir auch nie träumen lassen, dass man 30 Jahre nach der friedlichen Revolution wieder über Enteignung spricht, beim besten Willen, meine Damen und Herren. Ihnen fällt nichts ein. Das ist eben genau der Punkt. Ihnen auf der linksgrünen Seite fällt einfach nichts ein, um den Wohnungsneubau in Dresden voranzubringen. Ihre Konzepte, die Sie haben, sind wenig effizient wie die WID. Bin ja gespannt, wann nun mal ein paar Wohnungen entstehen. Sie waren nicht mal bereit, sehr schnell neuen Wohnraum zu schaffen, indem Sie Grundstücke an unsere guten Genossenschaften verkauft haben. Auch das haben Sie gestoppt. Da hätten wir schon viel weiter sein können. Eine Sozialraumquote von 30%, die Sie anstreben hier in dieser Stadt, wird die Investoren auch nicht in die Stadt locken. Nein, ganz im Gegenteil, die werden sich überlegen, ob sie es noch hier machen, meine Damen und Herren. Ich habe manchmal das Gefühl, Sie haben gar kein Interesse an einer Lösung. Sie brauchen das Problem, damit Sie weiter so einen Popanz durch die nächsten Wahlkämpfe schieben können. Sie wollen überhaupt keine Lösung im Wohnungsbaubereich, meine Damen und Herren. Sie brauchen das Problem, so ist es doch. Was wir machen müssen, ist mehr bauen. Und das könnten wir ganz schnell. Schnellere Baugenehmigung, Entbürokratisierung, loslegen, meine Damen und Herren. Mir braucht niemand was über Wohnungsnot in Dresden erzählen, solange wir uns das leisten können, wunderbare, nachhaltige, höchst ökologische Wohnbauprojekte wie das am Jägerpark oder auch das Wohnbauprojekt an der Marienallee weiter so zu blockieren, meine Damen und Herren. Der Investor erstickt in Bürokratie, in Widersprüchen, meine Damen und Herren. Das kann man so nicht machen. Es gibt genug Leute, genug Flächen, die auch jetzt in Dresden bauen wollen. Machen wir es schneller, seien wir denen Partner und schon haben wir mehr Wohnungen, meine Damen und Herren. Wir könnten auch andere Dinge machen. Das ist in Dresden schwierig, aber wir könnten noch höher bauen. Aber Herr Würz fällt ja nichts Besseres ein, als irgendwie zum Bismarckturm hochzuklettern und dort irgendeine Stelle zu finden, wo man vielleicht die Frauenkirche nie sehen könnte, meine Damen und Herren. Wenn wir uns weiter dieser Diskussion verweigern, nicht in der Innenstadt, aber an der Peripherie, auch wieder neu und höher zu bauen, meine Damen und Herren, wird es schwierig, weil die Flächen begrenzt sind. Könnten wir machen, ich lade Sie zu dieser Diskussion ein. Wir könnten über die Ausweisung von Flächen in Ortschaften nachdenken. Auch das blockieren Sie übrigens. Wir könnten die Grunderwerbsteuer in Sachsen abschaffen. Nie unsere Aufgabe, kann der Freistaat machen, bin ich sehr dafür. Und es gehören aus meiner Sicht Baustandards auf den Prüfstand. Nicht Milieuschutz, ein neuer Standard, sondern generell die Baustandards. Es sind vor allem Klimabaustandards, grüne Standards, die das Bauen immer und immer teurer gemacht haben und die dann dazu führen, dass die Investoren auch zu bestimmten Mieten nur anbieten können. Das ist ihre Politik, meine Damen und Herren, das ist ihre Regelwut, die macht das Wohnen teurer. Sie sind dafür verantwortlich, niemand anders, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns darüber reden. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Zassow. Uns fällt dazu sehr viel ein. Ein bisschen was habe ich dazu gesagt. Das wäre eine deutlich konstruktivere Diskussion als nur die Angstmacherei, die Sie hier betreiben. Dankeschön. Nächstes ist die AfD-Fraktion. Hier ist das Rederecht an Herrn Dr. Günzel abgetreten, den ich nach vorne bitte. Guten Tag. Sie sehen die Uhr eingeblendet, die Ihre Zeit signalisiert. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Bürger. Das Thema Wohnen ist in diesem Wahlkampf sehr nach oben gekommen. Und ich glaube, das ist auch fraktionsübergreifend der Fall. Es geht schon uns alle an. Alle Dresdner treibt ein bisschen die Sorge um, wie weit werden die Mieten noch steigen. Und vor allen Dingen ist ja eins, der Mittelstand, der bisher immer relativ sicher war wirtschaftlich, ist auch verunsichert. Wobei ich zum Mittelstand auch diejenigen dazu rechne, die als Facharbeiter ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt Rente beziehen. Für alle diese Personen wird es tatsächlich langsam eng. Und wir müssen uns schon Gedanken machen, wie wir den Mittelstand in der Stadt halten können, wie wir junge Familien halten können. Insofern besteht sicherlich Konsens über alle Fraktionen, aber wo sich die Geister hier ganz entschieden scheiden, ist über die Lösungswege, die hier angeboten wurden.
Wir haben in Dresden als Anbieter im Wohnungsmarkt Genossenschaften, private Vermieter und auch Investoren. Einige haben ihren Sitz in Dresden, einige kommen aus dem Ausland. Und als ein der kleinsten und unbedeutendsten Anbieter, die von den Linken und Grünen so favorisierte Wohnungsbaugesellschaft, die im Eigentum der Stadt stehen soll. Wir von der AfD sind der Meinung, dass wir das Problem des Mietenanstiegs nur dann in den Griff bekommen, wenn wir die Bautätigkeit ausweiten, wenn einfach mehr Wohnungen in den Markt kommen. Das wird den Anstieg der Mieten auf ganz natürliche Weise begrenzen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel das Bauamt zu befähigen, dass es noch effizienter und schneller die Baugenehmigung durchbekommt. Der Investor, der einen Antrag stellt, der muss auch nach Möglichkeit vielleicht jemanden zur Seite gestellt bekommen, der ihn dabei unterstützt. Er muss das Gefühl haben, dass er hier willkommen ist und nicht verschreckt wird. Neben dem wollen wir auch als Beispiel, so steht es in unserem Kommunalwahlprogramm, eine Mustersiedlung für junge Familien in Dresden errichten, um damit auch zu helfen, die Eigentumsquote besonders auch bei jungen Leuten zu erhöhen, dass nicht nur zur Miete gewohnt wird. Dresden hat zu wenig Wohnungen, die im Eigentum der Bewohner stehen. Und wir wollen als eine Möglichkeit, den Druck auf dem Wohnungsmarkt zu verringern, auch das Umland insofern mit einbeziehen, als wir uns dafür einsetzen, dass das Umland verkehrstechnisch besser angebunden wird an die Stadt. Damit können viele, die aufgrund der Arbeitsplätze, die sie in Dresden haben, aber dann im Umland wohnen können. Es gibt ja im Umland sehr attraktive Wohngegenden. Also kurz gesagt, wir treten ein für mehr Wohnungen und das würde die Miete begrenzen. Eine Mietpreisbremse lehnen wir ab, aus folgenden Gründen. Ist nicht allen so geläufig. Hatten wir in dieser Stadt ununterbrochen seit 1936 bis in die 90er Jahre. Und die Mietpreisbremse hat zunehmend dazu geführt, dass private Vermieter aufgegeben haben. Die haben zum Schluss ihre Wohnungen der Stadt geschenkt. Die müssen sie dann nicht mal mehr enteignen. Und die Wohnungsvergabe erfolgte dann weitgehend über die kommunale Wohnungsverwaltung und auch über die Betriebe. Ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Anschauung erzählen, wie das dann aussah. Ich habe in einer baugesperrten Wohnung nach dem Studium zur Untermiete gewohnt. Der Hauptmieter zog aus. Ich bekam dann irgendwann eine Wohnung zugewiesen, weil das Haus abgerissen wurde. Und dort hat es reingeregnet. Im Bad war kein Ofen. Es war auch kein Boiler drin. Die Wasserleitung war abgedreht, weil undicht. In der Küche war nur ein Gasherd und die übrigen Räume waren mit Kachelöfen beheizbar. Ich habe in der Wohnung jahrelang rumgewerkelt, bis sie einigermaßen bewohnt war. Mit zwei Kindern keine leichte Aufgabe gewesen. Diese Mietpreisbremse und die Enteignung der Investoren auf irgendwelche Weise in dem Wohnungsmarkt durchzusetzen, das ist sowas von kontraproduktiv. Das wird nur jemand machen, der vielleicht dann auch damit einverstanden ist, dann diese Wohnverhältnisse irgendwann vorzufinden. Jahrelange Wartezeiten, bis sie überhaupt eine Wohnung bekommen und dann von sehr schlechter Qualität. Wir halten eine solche Forderung für reinen Populismus. Es wird den Leuten vorgegaukelt, sie bekommen eine Lösung, aber in Wirklichkeit wird ein Problem geschaffen, an dem die Stadt dann jahrelang wieder wird knaupeln müssen. Es gibt übrigens dann noch, komme jetzt schon zum Schluss, ein Land in der Welt, da zahlen sie gar keine Mieten, das ist Nordkorea, da geht solche Entwicklung dann irgendwann hin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes die Bürgerfraktion, Herr Bartels. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Mitglieder des Rates, werte Gäste, ich trage hier heute mal vor die Meinung, die der Mieterverein zu diesem Thema hat und der Deutsche Mieterbund. Und beginne: Der Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. begrüßt und unterstützt die Bestrebung der Stadt Dresden, die Mietpreisbremse einzuführen. Um das zu erreichen, ist aber eine Verordnung der sächsischen Landesregierung notwendig, um die Landeshauptstadt als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt im Sinne des Paragraphen 556d einzuordnen. Bisher können Vermieter in Dresden beim Abschluss eines neuen Mietvertrags, also für eine neu gebaute Wohnung,
anders als bestehende Mietverhältnisse praktisch jede Miete fordern. Das ist gesetzlich geregelt. Das ist eine Miete, die gewünscht und gezahlt wird. Und da gab es mal einen Geschäftsführer eines großen Wohnungsunternehmens, der sagte, wir verlangen doch keine Miete, die der Bürger nicht bezahlen kann. Ein Satz, über den man vortrefflich philosophieren kann. Eine wirksame gesetzliche Begrenzung gibt es selbst mit den Regelungen des Wirtschaftsstrafgesetzes und Strafgesetzbuches nicht. Konsequent ist, dass die Mieten bei Wiedervermietung teilweise exorbitant steigen. Unter anderem dadurch kam es auch bei der ortsüblichen Vergleichsmiete, dargestellt im qualifizierten Mietspiegel, zu einem erheblichen Anstieg der Miete von 30% in den letzten 10 Jahren. Dresden ist eine wachsende Stadt. Die Neubautätigkeit reicht nicht aus, um den Bedarf an Wohnungen zu decken. Darüber hinaus entsprach die Einkommensentwicklung in der letzten Dekade nicht der stark steigenden Entwicklung der Mietpreise. Der Verband der Genossenschaften hat vor kurzem eine Studie herausgegeben und kam in dieser Studie zu dem Schluss, nicht die Mieten sind das Problem, sondern die Einkommen der Bürger. Die Einkommen der Bürger sind viel zu niedrig. Das sagt der Verband der Genossenschaften zu diesem Thema. 2018 stellte eine wissenschaftliche Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung fest, dass Regelungen zur Mietpreisbremse Wirkung zeigen und der Anstieg der Wiedervermietungsmieten gerade in den hochpreisigen Städten bzw. Stadtteilen abgebremst wird. Lukas Siebenkotten, der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, kommentierte die Veröffentlichung mit dem Zitat: Positiv. Das ist auch die eindeutige Klarstellung, die Mietpreisbremse war und ist kein Investitionshemmnis für den Wohnungsneubau. Von einigen Wissenschaftlern, aber vor allem von Eigentümern und Vermieterverbänden gestreute These, die Mietpreisbremse sei ein Investitionshemmnis, war aus Sicht des Deutschen Mieterbundes und des Mietervereins Dresden von Anfang an falsch. Die Mietpreisbremse galt nie für den Wohnungsneubau. Das wurde von vornherein gesetzlich ausgeschlossen. Real ist, dass der Wohnungsneubau seit Einführung der Mietpreisbremse um mehr als 20% angestiegen ist. Dennoch reicht der Wohnungsbau nicht aus, um den Bedarf an Mietwohnungen zu decken. Daher muss mit Hilfe mietrechtlicher Regelungen verhindert werden, dass die Mieten weiterhin rasant steigen. Dazu bedarf es der Einführung der Mietpreisbremse, damit die hohen Wiedervermietungsmieten nicht auch die Mieten im bestehenden Mietverhältnis dauerhaft in die Höhe treiben. Bestehende Mietverhältnisse, erforderlich ist auch auf Bundesebene eine Gesetzesänderung, um den Betrachtungszeitraum für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu verändern. Nicht nur die Vertragsabschlüsse der letzten 4 Jahre, sondern alle Vertragsabschlüsse, zumindest aber die letzten 10 Jahre, müssen die Grundlage für die ortsübliche Vergleichsmiete sein, die im Mietspiegel unserer Stadt dargestellt wird. Der Mietspiegel ist mit Sicherheit ein Instrument zur Mieterhöhung, aber der Mietspiegel ist auch das Instrument, um die Mieterhöhung nicht ausufern zu lassen. Und daher ist diese Regel auch notwendig. Danke. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Flemming. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will, wie Herr Zastrow auch am Anfang, die Überschrift nochmal zitieren, diese abstruse Überschrift über diese Aktuellen Stunde: bezahlbare Miete statt fetter Profite. Und das ist eine wahlkampfpopulistische Unverschämtheit, so wie das auch Herr Zastrow schon ausgedrückt hat. Weil er alle seriösen Vermieter in einen Topf schmeißt mit denen, die es in Ausnahmefällen punktuell auch übertreiben, weil er allen Vermietern unterstellt, dass sie auf Kosten der Mieter nur auf eine fette Rendite aus sind. Und das betrifft dann natürlich auch die Wohnungsgenossenschaften, das betrifft private Einzelvermieter, das betrifft all diejenigen, die sich absolut seriös im Markt bewegen. Und das ist ihre linke Ideologie, alle in diesen Topf der Raffkes, der Immobilienhaie, der Spekulanten und Profitjäger zu schmeißen. Und dem kann man natürlich nur vehement widersprechen. Zum aktuellen Thema. Mit diesem Antrag Mietpreisbremse, beziehungsweise mit dieser Aktuellen Stunde, der Antrag kommt danach,
schmeißen Sie wieder nur Nebelkerzen, um Ihr eigenes Totalversagen beim Thema Wohnungsbau zu kaschieren. Sie haben in der vergangenen Periode alles auf eine Karte gesetzt, auf die Neugründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der WID. Sie haben vollmundige Versprechungen gemacht, mindestens 800 Wohnungen zu schaffen, aber eigentlich gleich mal schnell 2500. Die Wahrheit ist doch wohl, dass noch nicht einmal 700 Wohnungen derzeit in der Perspektive sind und das vielleicht auch gerade mal bis 2022. Sie haben also mit Ihrer Art der Wohnungspolitik überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Totalversagen in der Wohnungspolitik. Das, was Sie der CDU vorwerfen, kam ja auch heute schon wieder, dass Mieten ansteigen, dass Leerstände sinken. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind jetzt 5 Jahre in der Mehrheit hier. Wie lange wollen Sie das alles noch irgendjemand anders in die Schuhe schieben? Sie haben keinerlei Wirkung aus Ihrer Politik in zu diesen Fakten irgendwie ausgelöst. Die Mieten steigen genauso, die Leerstandsquote sinkt immer noch. Ja, das ist jetzt das Ergebnis Ihrer Politik. Nach 5 Jahren. Und der tatsächliche Wohnungsbau, der zum Glück stattfindet, das ist nicht Ergebnis Ihrer Politik. Der tatsächliche Wohnungsbau wird getragen durch private Bauherren, durch Investoren. Aber das haben wir wohl eher der Nullzinspolitik zu verdanken, weil es halt attraktiver ist, sein Geld in Betongold anzulegen, als es zu Minuszinsen auf der Bank zu lassen. Das beschert uns derzeit einen Boom im Wohnungsbau. Und da müssen wir froh und zufrieden sein, dass wir den haben. Denn aus Ihrer Politik wäre nichts erwachsen. So, und jetzt bringen Sie vor der Wahl in nahezu jeder Stadtratssitzung eine neue Verschleierung, um dieses Versagen mit Feigenblättern zu verhängen. Und das heute ist eben die Mietpreisbremse, obwohl Sie und insbesondere Ihre Fachpolitiker in dem Bereich ganz genau wissen, und da widerspreche ich Herrn Bartels deutlich, dass die Mietpreisbremse dort, wo sie in Deutschland, in Regionen, in Großstädten eingeführt ist, nahezu keine Wirkung entfaltet, nahezu keine Wirkung. Das führt dazu, dass einige Städte und Regionen jetzt darüber nachdenken, dieses ungeeignete Instrument gleich wieder abzuschaffen und dass Gerichte sogar von Verfassungswidrigkeit sprechen. Darauf will ich hier gar nicht im Einzelnen eingehen. Es ist ein vollkommen unbrauchbares Instrument und dann müssen Sie uns eigentlich mal erklären, warum Sie das jetzt in Dresden einführen wollen. Aber es ist typisch für Sie. Keine kreativen, keine konstruktiven Ideen für mehr Wohnungen, nur Restriktionen, Einschränkungen, Marktstrangulierungen und selbst das Wort Enteignung fiel ja schon. Damit versuchen Sie, der Ihnen entgleitenden Lage Herr zu werden. Wir können die Mietpreisbremse einführen. Ja, ich weiß gar nicht, wo Herr Drews eigentlich die Erkenntnis hernimmt, dass wir das ablehnen. Nein. Ich habe nichts von einer Ablehnung, ich habe von einer Wirkungslosigkeit gesprochen, von einer Wirkungslosigkeit. Man kann dieses Instrument einführen, es ist aber nur so nutzlos wie noch was. Es bringt keine Vorteile, es bringt keine Nachteile. Und wir werden ja, Sie haben es vor sich liegen, auch einen Antrag dann in der zweiten Runde der Debatte einbringen, in der ja diese Mietpreisbremse sogar Bestandteil ist. So, und deshalb sagen wir von der CDU, wir müssen die Partner, wie auch Vorredner das schon ausgeführt haben, wir müssen die Partner in der Bau- und Immobilienbranche dazu animieren, so viel wie möglich neue Wohnungen zu bauen. Und das natürlich auch in allen Preissegmenten. Das löst das Problem, das dämpft die Mieten und sinkende Leerstände. Und deshalb bringen wir dann in der Behandlung Ihres Antrags auch einen Änderungsantrag ein. Darin sind dann in der Tat konstruktive Vorschläge enthalten, wie wir zu mehr bezahlbarem Wohnraum kommen für alle Bevölkerungsschichten. Und da sind dann beispielsweise auch ein paar der Ideen natürlich auch enthalten, die Herr Zastrow schon ansprach, indem wir darauf eingehen, dass man die Verteuerung des Bauens eingrenzen muss, dass man vor allem die Genossenschaften mit ins Boot holen muss und viele andere Dinge, aber darauf würde ich dann eingehen, wenn wir in der zweiten Runde den Änderungsantrag, wenn ich den dann einbringe. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Der Aktuellen Stunde spricht für die Verwaltung Frau Dr. Kaufmann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine sehr, sehr hitzige Debatte, zweifelsohne. Es beschäftigt nicht nur Dresden, sondern die gesamte Bundesrepublik das Thema des Wohnens. Und ich denke auch, es ist eine der wichtigen sozialen Fragen,
der Zukunft. Nicht nur, weil in der Stadt Dresden beispielsweise wachsende Bevölkerungs- und Haushaltszahlen sind, weil wir über steigende Miet- und Kaufpreise sprechen müssen, sondern eben auch, weil es eine soziale Segregation in den Städten gibt, über die es zu diskutieren gilt. Die Städte wachsen nicht ins Unendliche, die Grundstücksverfügbarkeit ist begrenzt und daneben haben wir den demografischen Wandel vor der Brust. Alles Herausforderungen, die Ihnen nicht unbekannt sein dürften. Der ein oder andere Interessierte unter Ihnen weiß auch, dass wir ein Wohnkonzept auf den Weg gebracht haben. Und in diesem Wohnkonzept haben wir einen Instrumentenkoffer geschnürt von kommunalen Instrumenten, von Instrumenten, die auf Landesebene aktiviert werden müssen und natürlich auch die Bundesrahmengesetzgebung. Eines dieser Instrumente, auf die die Stadt seit 2015 im Rahmen eines Antrages zurückgreifen möchte, und hier sind wir im regen Austausch, leider erfolglos bisher mit dem Land, ist die Mietpreisbremse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 313 Städte in Deutschland nutzen diese Mietpreisbremse, insbesondere die Großstädte, jene Städte über 300.000 Einwohner. Damit sind Bewohner Deutschlands zu 28% in Gemeinden mit Mietpreisbremsen unterwegs. Es mag sein, dass es kein Allheilmittel ist. Und ich denke, es ist auch herausgekommen, und das gilt zur sachlichen Debatte mit hinzuzusteuern, dass sie nicht für Neubauten, nicht für umfassende Sanierungen, nicht für begrenzte Mietverhältnisse, nicht für möblierte Wohnsituationen, sondern nur für Altbaubestände gelten soll. Und laut unserer Interpretation müssen wir in Dresden eben die Möglichkeit bekommen, aufgrund eines Erlasses des Landes eine Mietpreisbremse einführen zu können, weil die Indikatoren sind stimmig, die uns der Gesetzgeber auf Bundesebene gegeben hat. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU und die SPD hat als Koalition auf Bundesebene die Mietpreisbremse als Instrument auf die kommunale Ebene gemeinsam mit dem Land noch einmal verschärft mit Datum 01.01.2019. Das möchte ich auch an dieser Stelle ganz klar und deutlich herausgearbeitet wissen. Und nochmal, diese Mietpreisbremse allein ist natürlich nicht das probate Instrument, aber es ist ein Instrument, was es zu nutzen gilt, um eben die heutigen Herausforderungen und die Herausforderungen, die wir auch in Zukunft haben werden, wenn es darum geht, bezahlbare Mieten in einer Großstadt wie Dresden zu ermöglichen. Und die WED ist auch ein Instrument dessen. Und Herr Flemming, Sie erinnern sich sicherlich an den kommunalen Wahlkampf, wo Sie als CDU 5.000 Wohnungen, kommunale Wohnungen versprochen haben. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ja, die WID, sie baut an unterschiedlichsten Standorten dieser Stadt. Und auch das ist ein Instrument unter vielen. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist damit abgeschlossen.